Haus besetzt. Und ich bin hier, weil ich das gut und richtig finde. Weil ich finde, dass in einer Großstadt wie Dresden und vor allem im Viertel wie im Hechtviertel, wo Menschen verdrängt werden und sich die Miete nicht mehr leisten können, es nicht sein kann, dass Häuser seit über 10 Jahren leer stehen. Deswegen finde ich gut, was die jungen Leute hier gemacht haben. Wir sind die Gruppe, die LeerstandsbewohnerInnen, eine Jugendgruppe, und wir haben das Haus hier auf der Schanzenstraße besetzt, um auf die herrschende Wohnungsnot aufmerksam zu machen, weil es nicht sein kann, dass Häuser leer stehen und verfallen und immer mehr Menschen Wohnungen suchen, vor allem hier in Dresden. Und wir als Jugend sind früher oder später auch davon betroffen, und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen und sagen, nicht mit uns, so geht das nicht, und deswegen setzen wir hier ein Zeichen. Einer unserer Pläne, die wir umsetzen wollten, wäre zum Beispiel ein Infocafé in diesem Haus oder Wohnraum zu schaffen für Menschen, die gerade Wohnungen brauchen oder genau dieser Wohnungsnot unterlegen sind, weil sie einfach keine Wohnungen finden. Blaues Licht, der Morgen graut und der Wasserwerfer parkt. Doch mit dir in den Ketten stehen Freunde eingehakt. Vergiss, dass wir nicht viele sind. Vergiss nicht, dass wir viele sind. Vergiss nicht, was du brauchst, und ich versuch das auch. Denn manchmal werden sie es schaffen, uns zu brechen, uns zu schaden, und dann werde ich für dich da sein. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Zur Verhandlung war es uns halt wirklich so gesagt, dass wir das Haus räumen sollen, dass wir alles so hinterlassen sollen, wie wir es vorgefunden haben, und das Ganze abblasen sollen. Jedoch finden wir, beziehungsweise denken wir nicht, dass dann irgendwelche Verhandlungen zustande kommen, und bleiben deswegen drin, bis wir geräumt werden. Wenn wir gegen etwas kämpfen, dass wir Mut und Fantasie haben und dass wir nicht aufgeben.